Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier zur Eröffnung unseres Waldmuseums, Wald- und Forstmuseums. Und ganz zunächst möchte ich begrüßen die Herren vom Yacht- und Bläserverein Saarburg, die uns so stilvoll hier den Beginn unseres Ausstellungseröffnung, muss ja die Sonne, ja? Eröffnet haben. Ich darf Sie alle anderen aber auch sehr herzlich begrüßen. Unser Kuratorium an der Spitze, Herrn Bürgermeister AD Hermann Hendricks. Ich darf Sie herzlich begrüßen, die Herren des Kreiswaldbauvereins an der Spitze, Herrn Stadtverbandsbürgermeister Manns, der uns auch gleich noch etwas zu dieser Organisation erzählen wird. Wir verwirklichen hier einen lange gehegten Plan, nämlich neben der Landwirtschaftsausstellung und der Ausstellung über den Weinbau endlich auch die dritte Säule eigentlich des Lebens früherer Menschen hier, des Arbeitslebens zu verwirklichen, nämlich hier etwas über Wald und Forst und die Holzwirtschaft zu erzählen. Was Holz in früheren Jahrhunderten bedeutet hat, können wir heute kaum noch ermessen. Es war die einzige Möglichkeit als Energieträger, es in der Stube warm zu haben. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, dass der Wald eine ungeheure Bedeutung besessen hat, gerade eben also als Energieträger. Langsam kommt es ja wieder in Mode. Ich habe mir eben erzählen lassen von Herrn B., der hier ja den Forst verwaltet, dass ihm heute schon Brennholz geklaut wird. Und also ein Zeichen, wie groß die Nachfrage offensichtlich loyal und auch illoyal geworden ist. Wir haben hier uns bemüht, die Dinge so darzustellen, wie die Menschen früher mit Wald und Forst gelebt haben und haben also nicht versucht, andere Waldmuseen, es gibt ja eine ganze Reihe solcher Museen in der Umgebung, andere nachzubauen, zu kopieren, sondern wir wollten gerne in einigen kleinen Abteilungen das Leben und die Arbeit im Wald und Forst hier darstellen. In früheren Jahrhunderten habe ich schon erwähnt, das Holz eine ganz große Rolle gespielt. Zum Teil hat es auch dazu geführt, dass gewaltige Übernutzungen stattgefunden haben. Sowohl im Hunsrück als auch in der Eifel gab es früher viele kleine Eisenhütten, die nur existieren konnten durch das Kohlholz, durch das Herstellen von Holzkohle. Und die haben oft in ihrem Umkreis, im Umkreis der Hütten, den Wald völlig zugrunde gerichtet, kann man sagen. Es gibt ein anderes bis heute noch deutlich sichtbares Gebiet, wo Übernutzung deutlich zu sehen und zu studieren ist, das ist die Lüneburger Heide. Dort hat man auch die Wälder damals, um die Salzgewinnung in Lüneburg zu betreiben, nämlich das Sohle zu kochen und dort Salz zu gewinnen, hat man die Wälder vernichtet und die sind nie wieder erstanden. Ähnlich ist es übrigens auch in Teilen der Eifel, wo also Wald eigentlich nicht mehr aufgekommen ist. Diese Zeichen der, wenn man so will, der Umweltveränderung, um nichts Schlimmeres zu sagen, geben uns zu denken und sollten uns auch immer daran erinnern, dass der Wald ein wertvolles Gut ist, das man nur schonsam behandeln muss. Natürlich hat Holz auch als Baustoff früher eine große Rolle gespielt, hier im Hunsrück Weiler über uns können Sie ja sehen.
Holz war ganz wichtig, um damit Häuser zu bauen. Und Holz spielt natürlich bis heute bei uns allen eine große Rolle. Ohne Holzmöbel würde es bei uns bestimmt nicht schön wohnlich zu Hause sein. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass wir uns mit dem Wald auch in der Hinsicht beschäftigen, dass wir schonsam mit dem umgehen. Nicht nur diejenigen, die den Wald direkt zu tun haben, sondern auch alle Menschen, die in den Wald betreten. Auch die alle sollten sich bemühen, immer die Respekt vor dem Wald und vor dem ganzen Biotopen des Waldes zu haben. Und wir werden uns bemühen, hier das auch gerade jungen Menschen zu vermitteln, wenn sie uns besuchen. Deswegen spielt also auch der Naturschutz, was den Wald angeht, auch in unserer Ausstellung eine Rolle. Der Wald spielt allerdings auch, und damit komme ich eigentlich fast schon zum Schluss, für uns heute eine große Rolle als Ort der Ruhe, als Ort der Entspannung und des Ausgleichs nach dem Tagesleben. Und ich möchte, um diesen letzten Aspekt noch etwas zu betonen, ein nicht ganz ernstzunehmendes Gedicht Ihnen vortragen. Nicht alles, was in dem Gedicht vorkommt, ist beherzigenswert, aber im Grunde ist es schon eine wichtige Sache. Es handelt nämlich von einem Doktorwald. Und es geht so: Wenn ich an Kopfweh leide und Neurosen, mich unverstanden fühle oder alt, wenn mich die schönen Musen nicht liebkosen, dann konsultiere ich den Doktor Wald. Er ist mein Augenarzt und mein Psychiater, mein Orthopäde und mein Internist. Er hilft mir sicher über jeden Kater, ob er aus Kummer oder Cognac ist. Er hält nicht viel von Pülferchen und Pillen, vielmehr von Luft und Sonnenschein. Und kaum umfängt mich seine sanfte Stille, raunt er mir zu: Nun atmen Sie mal ein. Ist seine Praxis auch sehr überlaufen. In seiner Obhut fühlt man sich gesund. Und Kreislaufschwache, die heute kaum noch schnaufen, sind morgen ohne klinischen Befund. Er bringt mich immer wieder auf die Beine und meine Seele stets ins Gleichgewicht, verhindert Fettansatz und Gallensteine. Nur Hausbesuche macht er leider nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe von meinem Vorgänger Hermann Hendricks nicht nur das Amt als Stadt- und Verbandsbürgermeister übernommen, sondern auch das Amt als Vorsitzender des Kreiswaldbauvereines. Und als wir vor Peter 2 Jahren überlegt haben, was wir zum 30-jährigen Jubiläum des Kreiswaldbauvereines denn eigentlich machen könnten, stand die Frage an: Machen wir ein riesengroßes Fest oder versuchen wir das, was mit dem Wald verbunden ist und was eigentlich auch den Kreiswaldbauverein seit 30 Jahren getragen hat, in irgendeiner Form öffentlich und für alle zugänglich zu machen? Und diese gute Idee hatte
mein damaliger Geschäftsführer Peter Bell, dem ich ganz herzlich dafür danken will. Und das hat alle Mitglieder des Kreiswaldbauvereins und insbesondere den Vorstand überzeugt, dass wir anlässlich des 30-jährigen Jubiläums 100.000 Euro für dieses Museum gespendet haben. Und ich hoffe, dass diese 100.000 Euro für dieses Museum für viele Generationen einen Einblick in den Wald geben, wie ihn, glaube ich, heute die wenigsten noch bekommen. Und das, was Dr. Haas eben angesprochen hat, halte ich für außerordentlich wichtig, dass wir bis in die Jugend hinein den Leuten überhaupt deutlich machen, was der Wald über Jahrhunderte für die Bevölkerung bedeutet hat. Und ich glaube, dem Museum ist dadurch noch etwas anderes zugewachsen, ein ausgesprochener Experte, der dieses Aufbauprogramm betreut und der da auch mitgeholfen hat. Und deswegen möchte ich mich ganz herzlich bei Peter Bell bedanken, der das initiiert hat. Ich wünsche dem Museum, dass es die Aufgaben, die wir ihm zugedacht haben, auch insbesondere für unsere Jugend erfüllt, und bedanke mich nochmal bei den Herren aus Saarburg, die diese ganze Angelegenheit musikalisch begleitet haben. Dankeschön und viel Spaß mit dem neuen Waldmuseum. Ich habe mir sagen lassen, dass die Beschäftigung in dem Wald auch immer etwas durstig macht. Deswegen laden wir Sie ein zu einem Gläschen Wein.
Schön, aber ich bin ja noch mal irgendwo. Der ist eine Krümmel. Geil. Nee, wir kommen als Punkt hin für uns. Ich brauche es nicht mehr. Muss aber jetzt auch.